Servus Leute, jetzt kommen wir zum besten Modus in Kirby Air Ride, den es je gegeben hat und den es je geben wird. Der City Trail heißt das und da kannst du eben, wie schon gesagt, dein Fahrzeug so lange tunen, bis die 7 Minuten voll sind, aber heute machen wir mal 5 Minuten erstmal zum Anfang, damit sie reinkommt. Am Anfang startet jeder mit diesen kleinen Gleitern. Ich persönlich bevorzuge die auch, weil alle anderen Fahrzeuge haben irgendwelche Defizite und diese kleinen Gleiter kann man so am besten tunen. Und ja, die ganzen Gegner steigen meistens immer ab oder werden von mir zerstört oder zerstören sich gegenseitig, je nachdem. Und deswegen haben sie auch andere Autos. Nach den 5 Minuten kommt dann was, das nennt sich Stadium. Also so eine Art Arena, wo sie gegeneinander kämpfen. Das kann zum Beispiel, wie schon gesagt, wo sie gegeneinander kämpfen, was sein. Oder wo du auf gerader Linie gegen die anderen vier antrittst. Oder wo du eins von denen erreichst, was wir im vorletzten Video gehabt haben vom Kirby Air, also in dem ersten Video folglich. Ja, eine von denen Strecken kann, müsste man fahren. Und sonst noch lauter Kleinigkeiten, wer höher springt, der weiter fliegen kann und und. Das ganze Erklären jetzt bringt gar nichts, wir fangen einfach direkt an. Dieses Auto tunt man, indem man blaue Boxen aufmacht. Das sind diese Tuning-Teile drin. Hier haben wir eine grüne Box. In der grünen Box sind meistens so Dinger drin, die dem Gegner Schaden zufügen. Und wie gesagt, in der blauen Tuning-Dinge. Oder zum Beispiel Essen. Hier ist mal der kleine Überblick. Da haben wir Boost, Top Speed, da habe ich Gott sei Dank schon eins eingesammelt. Das ist so ziemlich das Wichtigste. Dann Turn, also wie schnell man das Fahrzeug wenden kann. Charge, Glide, wie weit man fliegen kann. Gewicht, Offensive, Defensive und die Lebensanzahl. Also wie gesagt, die blauen Boxen sind solche Items drin. Die ganzen Items könnten aber auch einfach grau hinterlegt sein, dann wären sie zwar auch zum Tunen da, aber die ziehen dir eins ab, also nicht eins dazu, sondern eins abziehen. Und wie gesagt, blaue Boxen auch nur meistens Essen drin. Dann die grünen, eben Boxen, wo Items drin sind, die einem Schaden zufügen. Und die roten sind Items, so Spezialveränderungen, wie wir beim Air gesehen haben. Mit dem Ice Climbers Kirby oder mit dem Zelda, mit dem Link Kirby und ja, was gab es nur, den Stachelkopf Kirby und und. Und bei in manchen Gebieten gibt es auch so rote Boxen noch. Das sind so legendäre Teile drin. Da gibt es drei legendäre Teile für jeweils zwei Fahrzeuge. Die kann man in den 5 Minuten oder 7 Minuten oder 6 Minuten sammeln. Und ja, ich versuche mal das in den nächsten paar Videos so euch zu zeigen. Ich versuche jetzt einfach mal hier auf zum Tunen. So, irgendwie läuft es noch nicht so. Da ist wieder eine blaue Box. Oh ja. Ach ja, ganz vergessen zu erwähnen, in den blauen Boxen können bis zu 4 Items drin sein. Aber auch manchmal bloß 1 oder 2. Da ist wieder Top Speed, das ist wichtig, wie gesagt. So ziemlich das Wichtigste, weil das kannst du immer gebrauchen. Und wieder eine blaue Box. Und Nudeln. Da, jawohl. Ah, scheiße, natürlich verschwinden die Items auch nach einer Zeit. Wenn man sie nicht aufsammelt, einfach von selber. Ist nun mal so. Kann man nichts gegen machen. Wieder was zum Essen. Jawohl. Und Turn, wunderbar. So. Halt immer das Essen. Oh, nochmal Top Speed, das ist gut. Und nochmal eine blaue Box. So, es ist gerade Ereignis. Gibt es auch mal wieder. Hier sind jetzt die Bahnstationen. Oh ja, stimmt, das muss ich auch noch erwähnen. Das zeige ich mal in dem nächsten Video, weil jetzt will ich damit fahren, sonst sterbe ich am Ende noch.
Auf jeden Fall, es gibt halt so Bahnstationen, da kann man oben auf Linien durch die Stadt fahren, um schneller von A nach B zu kommen. Und ja, diese Stationen, die hier jetzt alle brennend sind, die Stationen, wo man drauf fahren kann. Man merkt auch, wie das Fahrzeug von Mal zu Mal besser wird einfach. Das finde ich einfach richtig cool. Da zum Beispiel, das Turn hat jetzt schon so viel gebracht. Da ist noch mal was. Irgendwann kann ich mich auf der Stelle drehen. Das ist so geil. Ach Gott, nein. Nur essen. Ich habe schon gegessen heute. Nochmal, oh, da ist ein Gleit. So, hier rauf und jetzt ist es Turn weg. Und ich habe das Herz bekommen, das ist gut. So, nochmal Top Speed, wunderbar. Heute läuft's. Ah. So, man merkt auch einfach, oh Scheiße, wie man einfach schon viel weiter fliegen kann durch diese Items. Und da war nochmal eine, genau da ist sie. Gut. Fuck. So, die 5 Minuten sind gleich um. Wieder gleich. Da ist nochmal eins. Oh, jetzt geht's ab. Da, wie weit man jetzt schon fliegen kann, das ist der Hammer. Da ist noch eins. Komm, komm, komm. Jawohl. Scheißdreck. Warum eine Box noch? Ja, Mann. Vielleicht brauche ich die gleich, ja. Nein! Zu viel Turn ist manchmal auch nicht gut. Warum ein Item will ich nur eins? Komm! 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 Oh, Mann! Shit. So, springe von der Rampe und fliege so weit du kannst. Das ist jetzt die Herausforderung im Stadium. Sollte kein Problem sein mit 11 Glide. Oh. Das war ein schwacher Start. Oh mein Gott. Wie weit fliegen denn die? Ach du Scheiße, das schaffe ich ja nie. Komm, 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 komm. Shit. Uia. Der hat's drauf. Naja. Zweiter Platz ist nicht so top. Schade.